mal anhalten? Das ist gegen die Vorschriften. Ich muss mal. Hinter uns ist jemand. Soll ich in die Hosen machen oder was? In so einer Situation, da verlässt man nicht das Fahrzeug, das gegen alle Regeln. Scheiße, der Ralf wollte mir helfen. Die Waffe, die steckt ja noch im Holster. Und zwar gesichert. So wie Frau Schäfer uns den Ablauf geschildert hat, da kann er nicht gewesen sein. Sondern? Er hat mit erhobenen Händen den Wagen verlassen. Und dann haben sie geschossen. Kaltblütig. Wen meinen Sie mit Sie, Herr Schenk? Den Täter und seine Komplizin, Ihre Mandantin. Passen Sie bitte auf, was Sie sagen. Es kann schon sein, dass der Ralf seine Hände oben hatte. Ich meine, dass der raus ist, weil ich doch dem seine Waffe am Kopf hatte. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass es zum eigentlichen Tatzeitpunkt stockdunkel war und nicht wie bei der Tathergangssimulation taghell. Ihre Mandantin ist doch gar nicht bereit dazu gewesen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Das wissen Sie doch ganz genau. Egal, ob mit erhobenen Händen oder mit gezogener Waffe. Der Täter hat den Fahrer erschossen, weil er nervös war, weil er eine Geste falsch gedeutet hat. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, es war Nacht, es war dunkel. Der einzige Grund, warum Ralf Ippekofen kaltblütig erschossen wurde, ist der, dass er nicht aussagt, dass Ihre Mandantin ihn zum Anhalten gezwungen hat. Und zwar mit vorgehaltener Waffe. Ist doch absurd. Ach, das ist die einzige plausible Erklärung. Ihre Mandantin und der Täter, die haben gemeinsame Sache gemacht. Woher hätte er denn sonst wissen sollen, dass sie gerade hier an diesem Rastplatz plötzlich eine Blasenschwäche bekommt? Der Täter hat den Geldtransporter abgepasst. Vom Einkaufszentrum aus und von da ist er ihm gefolgt. Das können wir uns ja mal anschauen. Ich habe das Band hier. Der Park hat das Video überwacht. Nichts. Nada. Dann wird der Täter eben woanders gewartet haben. Der Geldtransporter verlässt jeden Samstag nach Geschäftsschluss das Gelände. Und nimmt jedes Mal eine andere Route. Der Täter hat hier gewartet. An diesem Parkplatz, 2 Kilometer vom eigentlichen Tatort entfernt. Und dort haben wir diese Zigarettenkippe gefunden. Ja und? Die stammt von Thomas Jentsch. Das hat die DNA-Analyse einwandfrei ergeben. Thomas Jentsch ist einschlägig vorbestraft und der Lebensgefährte von Frau Schäfer. Ist noch so ein komischer Zufall. Ja? Ich bin seit 8 Jahren nicht mehr mit Herrn Jentsch zusammen, seit er damals verknackt wurde. Herr Jentsch wurde im Frühjahr 97 zu 9 Jahren Haft verurteilt. Bewaffneter Banküberfall mit Geiselnahme auf eine Sparkassenfiliale in Solingen. Schon vorher diverse Raubüberfälle. Dieser Herr Jentsch ist vor 1,5 Jahren aufgrund guter Führung und einer positiven Sozialprognose vorzeitig aus der Haft entlassen worden. So kann man sich irren. Und Sie hatten keinen Kontakt zu ihm in den letzten 8 Jahren? Er war mal bei mir, schon eine Weile her, stand plötzlich vor meiner Tür. Ich habe ihm gesagt, er soll verschwinden, ich will meinen Job nicht verlieren. Frau Schäfer, jetzt mal ganz ehrlich, trauen Sie Ihrem Ex-Freund das zu, diesen Überfall? Ich bin mir nicht sicher. Seine Stimme war ja anders unter der Mütze. Haben Sie ihn erkannt? Ich habe mich nur gefragt, warum der mich nicht erschossen hat, so wie den Ralf. Moin! Die Post! Danke! Alles klar, Max? Scheiße ist! Sag mal ehrlich, wir haben die Schäfer rausgelassen. Man kann nicht jeden Fall lösen, Freddy. Das sag ich ja. Ist das alles für uns? Ja! Frohes Schaffen noch! Ebenfalls. Oh, was sind wir denn hier? Morgen. Max aus der Urhaft entlassen heißt noch nicht, dass der Fall eingestellt wird, ne? Wir können die Schäfer beschatten lassen. Die wird versuchen, Kontakt aufzunehmen zu Jentsch. Der Jentsch ist längst in Südamerika und die Schäfer wird da auch rüber machen, sobald wir nicht mehr hingucken. Wir gucken hin. Ja, ja, ich hab schon gehört, die Schäfer ist wieder draußen. Hier, deine Umzugskartons, Max. Danke. Ist das alles für uns? Guck mal, das ist so extrem günstig. Runter von 2,5. Ja und? Ja, wie ja und? Wo willst du denn sitzen in deiner neuen Bude? Auf Apfelsinenkisten?
So potthässlich. Findest du? Es gibt auch noch einen Cognac. Igitt! Was ist denn los? Das ist ein Scherzartikel. Ich glaube, der Daumen ist echt. Was? Na, jetzt pack ihn wieder ein und schick ihn in die Gerichtsmedizin. Nee, den fasse ich nicht an. Gewesen. Was soll ich bloß machen ohne Sie? Rufen Sie mich an, wenn der Wasser einmal wieder tropft. Danke. Sie müssen doch nicht Danke sagen, Herr Ballauf. Kommst du, Freddy? Ja. Der Anhänger hat mich eine Kiste Äpfel für die Pferde und eine Kiste Kölsch für die Reiter gekostet. Für deine drei Schachteln jetzt auch ein Panda getan. Was guckst du denn wie eine umme Tanne? Nur weil du auf die Schere Sieg ziehst, freu dich doch. Dein Kumpel Freddy hat dir eine bezahlbare Wohnung besorgt. Ja, Schenk? Wie wär's mit einem kurzen Abstecher in die Gerichtsmedizin? Ich habe eine Überraschung für euch. Negativ, Ballauf zieht gerade um. Was ist es denn? Freddy, ich sagte Überraschung. Also lasst alles stehen und liegen und kommt gefälligst her. Ich habe hier ein volles Wartezimmer. Wisst ihr, was das ist? Der rechte Daumen von Thomas Jentsch, eurem flüchtigen Raubmörder. Seine Fingerabdrücke sind hier erfasst. Der Abdruck des Daumens stammt eindeutig von ihm. Und? Keine weiteren Fragen? Zum Beispiel, ob Jentsch noch lebte, als man ihm den Daumen abgehackt hat. Und? Er war tot. Wie lange ist er denn schon tot? Keine Ahnung. Hilf mir mal. Du wirst doch wohl feststellen können, wie lange der Mann schon tot ist. Nein. Ja, warum denn nicht? Weil der Daumen tiefgefroren war. Aber ich lege noch einen drauf. Wir haben Schmauchspuren nachgewiesen. Da vorne liegen die Fotos. Ihr könnt sie ja mal mit den Spuren vergleichen, die ihr seinerzeit am Tatort gefunden habt. Ach Doc, ohne deine guten Ratschläge, da wären wir doch die kompletten Nullen, oder? Große Worte, Freddy. Und so gelassen ausgesprochen. Die Zeiten sind härter geworden, auch für uns, Herr Schenk. Wann waren sie denn für uns nicht hart, oder Max? Sag mal, hast du dir mal ausgerechnet, wie viele Überstunden bei dir angefallen sind in all den Jahren? Hä? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, dachte ich mir. Bei mir sind es 4.569. Das sind exakt 114,25 Wochen. So, das heißt, ich könnte 2 Jahre und 3 Monate lang frei nehmen, bei vollem Lohnausgleich. Aber uns den Dienstwagen schmeißen. Was ist das denn für eine Scheiße? So, jetzt mal ganz langsam. Hier sind wir von der Autobahn runter. Und dann sind wir auf der B1. Das ist die Straße hier. Da ist der Tagebau. Wahrscheinlich hat es die Straße letztes Jahr noch gegeben. Ich sag nur eins, Navigationssystem. Damit dem alten Wagen nicht passiert, so. Das kostet 2 hochqualifizierte Spezialisten 2 Stunden verplemperte Arbeitszeit. Aber der Minister will ja sparen. Zeig mal. Kein Wunder, die Karte ist von 93. Da stimmt gar nichts mehr. Und da sind wir durch Indien gekommen. Durch Indien? Inden. Da, schon weggerissen. Wer weiß, ob es Schaffrad überhaupt noch gibt.
Halt mal. Hallo! Hallo! Warten Sie mal! Was ist? Wie geht's denn hier nach Schaffrath? Was wollen Sie denn da? Zur Post. Post gibt's da nicht. Da muss aber eine geben. Gibt's nur einen Briefkasten. Hier die Straße zurück, über die Autobahn rüber und dann ganz hinten rum, über Holz. Danke. Wie war denn die erste Nacht in deiner neuen Wohnung? Gut, soweit. Was Schönes geträumt auf der Isomatte? Ja, schon nach 2:30. Die können doch nicht immer noch Mittagspause machen. Sag mal, weißt du, wie die Nummer von den Kollegen hier ist? Nö. Stimmt doch gar nicht. Eine Woche ist immer drin. Ja. Ja, sicher gönne ich dir das ab. Ja. Nein, weil... Ackermann, können wir das nicht heute Abend besprechen? Die Margot kann doch wohl noch einen Tag warten, oder? Ach so, last minute, ja. Ja, dann buch halt. Ja. Ich dich auch. Na, wann geht's los? Was? Hey, Urlaub, last minute. Meine Frau fährt, nicht ich. Schenk, Kripo Köln. Ackermann. Sagen Sie mal. Ich war bis vor einem Jahr auch bei euch in Köln. Haben Sie den Idioten eben nicht gesehen? Der hat doch mindestens 100 drauf gehabt. Wieso? Hier ist doch keiner mehr. Wo sind denn die alle? Neuschaffrath. Der Ort wird abgerissen wegen dem Tagebau. Da oben. Da ist doch noch einer. So. Das ist die alte Frau Rausch. Die will ja nicht weg, aber das tut sie nichts. So, jetzt Schluss hier. Um die Bagger. Und? Darf man fragen, was Sie hier wollen? Der ist hier aufgegeben worden. Wir suchen jetzt die Post dazu. Was ist das? Beweismittel. Kein Absender. Aber wir kennen uns so. Ja, wüsst ihr nicht woher? Der Lehrer in Hilden. Als die PEDE eingeführt wurde. Warte, warte, nicht sagen. Freddy! Genau, du hast über Beweismittelerfassung referiert. Hochinteressant. Einziges Praktikum auf dem Lehrgang. Viel gelernt beim Kollegen. Freut mich. Können wir dann? Wohin? Ja, zur Post. Ja, komm, folgt mir. Der Praktiker fährt? Wer sonst? Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Ist das jetzt schon der Aufschwung? Das sind die Entschädigungen von der Bergbaugesellschaft. Die Herren hier sind von der Kripo aus Köln. Tag. Tag. Hallo, Alice. Hallo, Gernot. Ellen, es geht um einen Brief, der hier abgegeben wurde. Ja, zeigen Sie mal. Freddy. Brief. Der Brief, ja. Ja. Ja? Ja, den habe ich abgestempelt. Am Montag war das. Alles ist ein Restgeld und das scheint. Drei richtige letzte Woche. Und wissen Sie, wer den aufgegeben hat? Das habe ich mich auch gefragt. Also wissen Sie nicht, wer den aufgegeben hat? Der war im Kasten. Aber beim Abstempeln habe ich mich nur gewundert. Warum? Weil der überfrankiert war. So schwer war der nicht.
Es ist aufgeklebt, oder? Ja, der Absender hat es ausgeschnitten und aufgeklebt. Aus der Zeitung? Nee, zu groß. In welchem Kasten hat denn der gelegen? Da hören Sie Letty aus, wenn er von der Arbeit kommt. Gibt ja nur zwei. Gegenüber an der Bushaltestelle und den im alten Dorf. Wo finden wir diesen Hansi? Dieser Hansi ist mein Sohn. Er arbeitet bei Manfred im alten Dorf. Das ist der letzte Bauer da. Sein Bruder. Das ist der letzte große Hof im Dorf. Direkt in der Kirche. Was ist denn hier passiert? Wieso? Familiengrab. Bring die Toten vom alten Dorf. Da oben liegen sie dann, beim Altenheim. Das wäre ja nichts für mich, in dem Alter noch umziehen. Bis dann. Was wollten die denn? Kripo Köln, Mordkommission. Hat einer einen komischen Brief geschrieben. Was für ein Brief? Keine Ahnung. Sagen die ja nicht. Halt mal an. Wo willst du denn hin? Fahren Sie zur Autobahn? Ich muss ins alte Dorf. Was glotzen Sie so? Hast du gar keine Angst beim Trampen? Freddy. Was denn? Ich habe auch zwei Töchter. Wenn ich wüsste, dass die trampen. Was dann? Dann wird sie den Arsch verhauen, oder was? Was ist mit dir denn los? War das deine Schwester? Ein bisschen höflicher könntest du schon sein. Sei froh, dass du in uns geraten bist. Vor ein paar Jahren haben sie gar nicht weit von hier zwei Anhalterinnen vergewaltigt und umgebracht. Jetzt macht der Kleine noch keine Angst. Brauchst wirklich keine Angst zu haben. So, das reicht. Haltet sofort an, ihr perversen Säue. Hey, hey, tu das Ding weg. Das kann losgehen. Vielleicht sollten wir deiner großen Schwester mal sagen, was du hier so treibst. Halt an! Bitte. Das lässt du mal schön hier. Du bist ja noch keine 18. Komm! Freddy. Die Dinger haben noch keinem geholfen, glaub's mir! Kannst du nicht einmal auf deine erzieherische Ader verzichten? Du hast keine Töchter, Max. Sollen wir warten? Was? Ja, die große Schwester, die muss doch gleich hinten auftauchen. Quatsch, komm! Hallo? Keiner da. Die Maschinen stehen alle auf dem Hof. Vielleicht haben sie schon Feierabend gemacht. Tag, Sie sind hier der Besitzer? Nee. Was wollen Sie denn? Schenk, Kripo Köln. Mein Kollege Ballauf. Wir suchen den Besitzer vom Hof, den Bruder des Dorfpolizisten. Das bin ich. Aber der Hof gehört mir nicht mehr. Alles verkauft. An die Bergbaugesellschaft. Im Sommer ist hier alles weg. Hansi! Den suchen wir auch. Den Hansi? Warum das denn? Ich will ein paar Fragen stellen, ist aber nicht da. Der muss ja da sein. Hansi! Verdammt nochmal, wo bist du denn? Hilf mir mal mit dem Zement! Der ist da nicht. Ich hab da eben auch schon nachgeguckt.
Aber wenn Sie ihn sehen, geben Sie ihm doch bitte diese Karte. Der soll mal bei uns anrufen. Mordkommission? Ja. Schönen Tag noch. Was wollten die denn? Sollst du mal anrufen? Was ist jetzt? Hilfst du mir oder nicht? Was ist denn mit dem hier? Das ist der Wagen vom Polizeipräsidenten. Der ist hier nur zum Waschen. Räum schon mal die Karre aus. Wir haben doch noch gar keinen neuen. Aber gleich, räum aus. Sag mal, soll das ein Witz sein? Du wolltest doch einen größeren. Ich suche ein Auto, Paula, kein Schrotthaufen. Entschuldigung mal, Freddy, der ist General überholt. Neue Kolbenringe, neue Kupplung, neue Vergaser. Einen geregelten Katalysator haben wir auch eingebaut. Und die Reifen haue ich dir noch dran. Räum wieder ein. Freddy, guck mal hier, was ich gefunden habe in unserem Wagen. Deine kleine Freundin wahrscheinlich da verloren. Ist das Gold? Das ist massiv. Das ist teuer. Das ist ein Wink des Schicksals. Wieso? Kannst die große Schwester noch mal wiedersehen, wenn du den Kleinen zurückbringst. Ich schicke das dem Gernot. Wem? Dem Kollegen da unten. Dem Gernot. Dein größter Fan. Tja, Paula, es gibt auch Menschen, die unsere Arbeit zu schätzen wissen. Mein Anwalt sagt, ich brauche mit Ihnen nicht zu sprechen. Das wäre dumm von Ihnen. Wir haben wichtige Neuigkeiten. Genau auf den großen Zeh. Okay, Frau Schäfer, dann eben so. Ihr Freund, der Thomas Jentsch, ist tot. Man hat uns einen Daumen geschickt, tiefgefroren. Schönen Tag noch. Der Thomas ist tot? Frau Schäfer, dass Ihr Freund tot ist, wissen wir. Nur wie und wo er zu Tode gekommen ist, das wissen wir nicht. Herr Jentsch ist nicht mein Freund. Was sagt Ihnen denn der Name Schaffrath? Was soll das sein? Das ist ein kleiner Ort im Braunkohlenabbaugebiet. Hatte Ihr Freund, der Herr Jentsch, vielleicht Freunde oder Bekannte dort? Keine Ahnung. Vielleicht in Holland? Scheiße, ich habe mit dem Typen nichts mehr zu tun. Schon seit Jahren, kapiert das doch endlich! Aber es tut immer noch weh. Stimmt's? Der Anhänger da, ist das ein Geschenk von Thomas Jentsch? Das geht Sie gar nichts an. Komisch, ich habe ja genau den gleichen. Woher haben Sie das? Kennen Sie den etwa? Bei mir ist eine Gravur drauf, 26. Mai 03. Was war denn da? Wer soll ich denn das wissen? War's das? Von mir aus? Sag mal hier. 26. Mai 03. Kannst du mal rauskriegen, ob das Datum irgendwas mit der Schäfer oder dem Jentsch zu tun hat? Ihr Geburtsdatum ist es jedenfalls nicht. Das weiß ich aus den Akten. Diesen Anhänger hier hat ein junges Mädchen bei uns im Dienstwagen verloren, als wir einen Schaffrath fahren. Was hat das Mädchen in Ihrem Dienstwagen gemacht? Sie ist getrennt. Da hielten wir es für unsere Pflicht. So, so. Name und Adresse sind bekannt? Negativ. Sie hat sich dem Weitertransport entzogen durch Einsatz einer Gaswaffe. Also finden Sie sie. Was machen wir mit der Schäfer? Ich würde vorschlagen, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Da sind seit gestern zwei Mann dran. Davon weiß ich ja gar nichts. Also gut, für 48 Stunden, das sei denn, Sie haben neue Erkenntnisse. Und vergessen Sie nicht, dass die Ermittlungsrichterin Ihre Verbindung zu diesem Herrn Jentsch als nicht erwiesen angesehen hat. Kommst du denn auch mit? Ich muss mal einen Babysitter rein. Also, auf nach Schaffrath. Was, jetzt noch? Ja, klar.
Ich dachte, wir machen heute Abend eine Housewarming-Party. Ich habe den Kollegen schon Bescheid gesagt. Das war Freddys Idee. Ja, dann sag's den Kollegen eben wieder ab. Komm. Tolle Idee, Freddy. Immer dasselbe. Freddy, ich habe die Kölschfässer noch in eurem Wagen. Da liegen sie ja gut. Weißt du, Max hat eine neue Wohnung, die muss man auch annehmen. Das ist ganz wichtig. Und ich sag dir noch was. Hm? Du brauchst endlich eine Frau. So eine wie deine, die nie da ist. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass eure Ehe kaputt ist. Ich hab doch nur gesagt, dass deine Frau dauernd nach Mallorca fliegt. Und jetzt überleg mal, warum. Eben, es liegt an mir. Nichts anderes heißt das. Danke, Max. Das konnte ich jetzt gerade noch gebrauchen. Ja, vielleicht hat sie sich da ja schon den Bademeister verknallt. Sag das nochmal. Sag das nochmal. Das war doch nur ein Scherz. Hat sich aber nicht so angehört. Verdammt nochmal, das war doch nur ein Scherz. Die ganze Zeit nervst du mich mit der Wohnung und wenn ich ein einziges Mal ich was... Ich nerv dich mit der Wohnung? Ich reiß mir den Arsch auf, weil du deinen nicht hochkriegst? Mann, seit du hier bist, hast du in diesem Loch da gehaust. Das ist doch nicht normal. Ich dachte, hier wohnt keiner mehr. Pass auf! Sag mal, spinnst du? Sorry. Warte mal, warte mal. Bist du nicht der Hansi? Hm? Du solltest dich doch bei uns melden. Keine Zeit gab bisher. Kannst du dich noch an den Brief erinnern? Welchen Brief? Den du da letzten Montag aus dem Briefkasten rausgezogen hast. Nee. Wir waren da heute drinne. Keine Ahnung, muss noch nachschauen. Was? Ja, dann aber los. Tja, viel wird hier ja nicht geschrieben. Ich glaub schon, dass der da drin war am Montag. Warte mal. Kennst du ein Mädchen hier in der Gegend? Circa 15 Jahre alt, mit rot gefärbten Haaren? Tatjana. Vorsicht, du den Trecker von der Straße! Halt du dich da raus! Du bist betrunken, ich kann ihn nicht fahren lassen! Na, Herr Kollege? Kleiner Zwist unter Brüdern? Was macht ihr denn hier? Sag mal, hast du keine Ohren? Du sollst den Trecker von der Straße fahren! Das ist Fügung. Aber ja. Gernot, komm, ich helfe dir schnell. Ich komme sofort. Na, Tiger? Sagen Sie, die Kleine mit den roten Haaren, die eben rausgelaufen ist, wie heißt sie nochmal? Tatjana. Ach, das ist Ihre Tochter. Alice, Sie sind wie in der Tatjana hier. Ja, die hat was bei uns im Auto verloren. Wieso in Ihrem Auto? Sie ist getrennt. Wir haben sie mitgenommen, damit sie nicht an die Falschen gerät. Ich habe ihr tausendmal gesagt, dass sie das nicht machen soll. Reden Sie ins Gewissen, Frau... Rausch! Wie bitte? Rausch, ja, so heißt sie. Ihre Oma gehört der Laden hier. Verstehe. Wo ist denn Ihre Tochter hin? Weiß ich leider nicht. Sein Bruder ist los, um sie zu suchen. Wollten Sie was trinken? Kölsch, Kollege fährt. Habe ich aber nur aus der Flasche. Ja, kommt in den besten Familien vor, was? Die Tati hat was bei deinen Kollegen im Auto verloren. Ach, ist aber nett, dass ihr deshalb extra vorbeikommt. Ich wäre getrennt, ja? Alles wird Zeit, dass sie den Mofa kriegt. Das hier hat sie verloren. Danke, sehr nett. Ich geb's ihr. Sind Sie sich denn sicher, dass der Anhänger wirklich Ihrer Tochter gehört? Das haben Sie doch gesagt. Ja, 750er Gold. Massiv. Ist nicht billig. Ich weiß ja nicht, wie viel Taschengeld Ihre Tochter bekommt. Komm her, Alice, gib mir. Ja, so 200 bis 300 wäre schon kosten, was? Wer hat jetzt irgendwo gefunden? Was ist denn damit? Ich meine, dass sie deswegen herkommt. Möchtest du noch ein Bier? Ja. Hat das was mit dem Brief zu tun? Was stand denn eigentlich drin? Der ist ja gut informiert, der Mann. Ja, die Frau von der Post ist seine Ex. Genau. Ja, ist ja schön, wenn Sie mit Ihrer Ex-Frau noch reden.
Freddy, trink aus. Wir gehen. Ja, wegen Ihrer Tochter kommen wir natürlich noch mal vorbei. Das ist nicht nötig. Kann die Kleine auch nach Köln bringen? Nee, wir kommen gerne. Stimmt's, Freddy? Ja. Bis morgen. Wiedersehen. Sag mal, ist das der Wagen von dem Kollegen? Weiß ich nicht. Hey! Wo willst du denn hin? Willst du mitfahren? Wo willst du denn überhaupt hin? In Zeppi! Ist das das, wo Tatjana mit ihren Freunden auch hingefahren ist? Das trifft sich gut, da wollen wir auch hin. Super Idee. Wird aber eng da hinten. So, komm. Ah! Oh! Oh! Sorry, Mann. Oh, sorry, Mann. Entschuldigung, Herr Hauptkommissar heißt das. Oh, los, hinten auf die Rückbank damit. Schnauze, Notte. Geht immer alleine da rein, bevor mir noch einer auf den Fuß latscht. Sind die Cevapcici frisch oder aus der Tiefkühltruhe? Hallo, junge Frau. Ja, ja? Sind die Cevapcici frisch? Ja, ganz frisch. Hausschlachtung. Sag mal! Tatjana ist deine Freundin, ne? Ja, ja. Scharfe Braut. Ja. Das liegt am Fleisch. Rate mal, was für ein Fleisch? Hund, Katze, Maus? Dir. Tier ist klar, aber welches? Nicht Tier, dir. Hirsch? Ja, Hirsch. Mein Mann schießen. 2,30. Hallo, Manfred? Hallo. Deine Finger von meinem Arsch, ich zeig dich an. Hey, warten Sie mal! Herr Ackermann, ich habe ein paar Fragen an Ihr Töchter. Das ist doch Ihr Bruder, oder? Hey, warten Sie mal! Ja, mit dem Geländewagen, der vorhin vor der Kneipe stand. Ist das nicht der Wagen von Gernot? Blickst du da noch durch? Hauptsache, wir wissen, wo wir sie finden können. Komm, gib mir einen Autoschlüssel. Ich will nach Hause. Meine Frau muss morgen ganz früh raus. Außerdem ist mir irgendwie komisch. Lass dich wieder blicken! Oh Gott, den hatte ich ja ganz vergessen. Verpiss dich! Was ist denn das oder was? Du! Ja, geh, mein Freund, geh! Hansi! Hier! Was hat der denn gegessen? Keine Ahnung. Ach, sag mal, Hansi. Weißt du vielleicht, wo die Tatjana diesen Anhänger herhaben könnte? Nee. Ist doch deine Freundin, die Tatjana. Ihr geht doch zusammen. Naja, nicht so ganz. Und diesen Kerl hier?
Hast du den schon mal gesehen? Nee. Soko-Gel-Transporter. Sag mal her. Seid ihr das? Geht's besser? Scheiße, Mamchichi. Warum kann ich denn nicht hierbleiben? Ich hab keinen Bock auf meine Mutter und die Alte. Mach nicht so einen Aufstand, sonst überlege ich mir das mit dem Mofa nochmal, ja? Gute Besserung. Ebenfalls. Sahen Sie da? Ist gerade gekommen. Was willst du denn von dem? Ist spät. Dienstlich. Was? Das ist Jan Evers. 1998 hat er zusammen mit Jensch in Geldern eine Zelle geteilt. Weswegen hat der gesessen? Bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, Hehlerei. Insgesamt 8 Jahre. Die meiste Zeit hat er in den Niederlanden abgesessen. Der Van ist auf seinen Namen zugelassen. Fährt sorglos durch die Gegend. Er wohnt in der Nähe von Venlo, Tegelen. Das ist direkt hinter der Grenze. Tegelen? So. Hier ist Tegelen und da ist Schaffrath. Wir haben doch immer vermutet, dass es noch irgendwo einen dritten Mann gegeben haben muss, oder? Also angenommen, Thomas Jensch will zu diesem Evers. Dann liegt Schaffrath doch genau auf der Strecke. Ein verlassenes Dorf. Idealer Ort, um das Flugfahrzeug zu wechseln. Aber wer soll den da umgelegt haben? Aber wer wohl dieser Evers? Bei 1,35 Millionen, der hört jede Freundschaft auf. Und die Schäfer trifft sich in aller Seelenruhe mit dem Mörder ihres Freundes? Sie streitet ja ab, dass sie und Jensch noch liiert waren. Vielleicht hat sie mit dem Holländer gemeinsame Sache gemacht. Könnte doch passen. Nee, Freddy. Wie, nee, Freddy? Das eingravierte Datum auf dem Anhänger ist das Datum von Thomas Jensch letzter Haftentlassung. Wo habe ich's? Hier, 26.05.03. Der Anhänger, der kommt von der Schäfer. Damit der Jensch den nicht vergisst im Knast. Du glaubst, die wissen auch nicht, was mit dem Jensch passiert ist. Treffen sie noch am selben Tag, nachdem die Schäfer von uns erfahren hat, dass Herr Jensch wahrscheinlich tot ist. Ich vermute ja mal, dieser Holländer war mit dem Jensch verabredet. Vielleicht ja in Rotterdam. Da kann er ja gut rausschleusen. Nur der Jensch ist da nie angekommen. Sondern irgendwo in ein tiefes Loch gefallen. Und zwar in Schaffrath. Irgendjemand will, dass wir genau da nach ihm suchen, ne? Das gibt's doch nicht. Was? Da! Das Sofa! Genau das gleiche Sofa für die Hälfte, von wegen Schnäppchen. Auf dem Rückweg nehmen wir sofort eins mit. Das wüsste ich aber. Keiner da? Verstehe ich gar nicht, sein Wagen steht doch vor der Tür. Suchen Sie meinen Bruder? Eigentlich Tatjana, die ist doch gestern mit ihm von der Disco abgezischt. Die ist in der Schule um die Zeit. Im alten Dorf. Sagen Sie, Ackermann, wie ist denn das jetzt? Sind Sie der Vater von dem Mädchen? Oder Ihr Bruder? Fragen Sie doch die Mutter. Ja.
Klar. Tja, Kollegen, das war ja wohl eindeutig zu schnell. 73, wo 50 erlaubt ist. Seit wann interessieren Sie sich denn dafür? Zuschuss, Herr Kollege. Weiß in der Gegend hier jeder, dass wir dann im Ortseingang stehen. Sag mal, im Privatwagen macht ihr eure Arbeit? Zeiten sind hart. Auch bei uns heißt das sparen, sparen und nochmal sparen. Warum ist denn die Schule überhaupt noch da? Im neuen Ort ist noch nicht fertig. Ihr seid wegen Tatjana hier, oder? Die ist schon zu Hause. Sport ist ausgefallen. Hallo, mein Schatz. Wo ist denn die Mami? Oben, die Oma füttern. Ja, willst du nicht guten Tag sagen? Da. Meine Kollegen, die wollen dir was geben. Ach, können Sie behalten, das Teil. Das habe ich von Kermit. Meinst du das Teil hier? Na, ich sehe sonst kein anderes. Wer ist Kermit? Also Hansi. Sie nennt ihn so wegen der Brille. Und wo hat Hansi die Kette her? Das Handy, ja. Ich zeig sie an. Hey! Da lache ich aber. Freddy, bitte. Hat der Hansi vielleicht mal erzählt, wo er die Kette hat? Keine Ahnung. Vielleicht gefunden? Wo gefunden? Keine Ahnung. Vielleicht auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Naja, der wühlt an den Gräbern. Aber natürlich erst, wenn die Toten raus sind. Der Schisse. Ach, du meinst, nachdem man die Gräber verlegt hat? Hallo. Hallo. Ja, da steht Ihnen gutes Hemd. Danke. Wenn Sie eine Pizza wollen, nehmen Sie sich eine. Ja, danke. Hey, 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 hey. Hat der Hauptkommissar gesagt, dass du gehen kannst? Wo ist der Hansi jetzt? Ich glaube, der arbeitet bei Manfred auf dem Feld. Fahren lassen dürfen. Warum hat er denn nicht angehalten? Gernot war hinter ihm her. Mit den beiden von der Kripo. Ist der Lenzen da? Hansi tot. Lenz traurig. Ich auch traurig. Wer ist denn da?
dicker und dünner Polizist. Ich kann jetzt nicht. Herzliches Beileid, Herr Lensen. Schlimme Sache. Können wir mal das Zimmer von Hansi sehen? Der wohnt hier nicht mehr. Wo wohnt er denn jetzt? Ich zeige ihn. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich, Tochter. Sie müssen entschuldigen. Er hat uns rausgeschmissen wie Sperrmüll. Er ist mich dann den Jungen, damit er sein Flittchen herholen kann. Sag ihm, dass ich der Polizei erzähle, was für ein Schwein ist! Er zählt überall rum, dass der Hansi nicht sein Sohn ist. Ich hab's testen lassen. Da. Eindeutig sein Sohn. Der Junge ist doch genauso dämlich. Frau Lensen, als der Hansi in die Grube reingestürzt ist, war der vorher richtig panisch, weil wir ihm eine Frage stellen wollten. Der Kollege Ackermann wollte ihn noch stoppen, aber Hansi ist einfach weitergefahren. Der Gernot. Was wollten Sie denn fragen? Woher er das hier hat. Das hat er Tatjana geschenkt. Auch so ein Flättchen mit ihren 15 Jahren. Den haben sie doch nur ausgenutzt. Für Geschenke war er gut genug. Das ist ja massiv Gold. Wo hat er denn sowas her? Wir glauben, dass es vorher diesem Mann hier gehört hat. Das ist doch der neulich den Geldtransport überfallen hat, oder? Kennen Sie den etwa? Das hängt bei mir im Kiosk. Hat der Gernot da aufgehängt. Hat der was mit dem Brief zu tun, wegen dem Sie gestern bei mir waren? Der Mann ist tot. Wo hat der Hansi denn seine Sachen? Da. Oh, ein Rennsportfan. Sind wir auch alle hier. Spurensicherung mit dem Trecker schon durch? Soweit ist alles in Ordnung. Bremse, Gas, Kupplung, alles tipptopp. Kann ja nicht schief gehen. Die Waffe hier, die haben wir bei Hansi im Wohnwagen gefunden. Die Mutter weiß auch nicht, woher die kommt. Ist sie echt? 9 mm Holzspitzmunition. Keine Ahnung, wo er die hat. Werden wir sehen? Klar. Wer ist das denn? Hey, Sie! Wahrscheinlich einer von der Presse. Also Sie wissen auch nicht, wo der Hansi die Waffe herhaben könnte. Na, gefunden vielleicht. Wo denn? Wieder auf dem Friedhof? Das da ist eine tschechische Armeepistole. Sowas kann sich jeder am Schwarzmarkt besorgen. 100 Euro mit Munition. Sehr gut, der Kollege. Keine Ursache. Ach, Herr Ackermann. Ja? Frau Lensen hat uns erzählt, dass Sie diese Dinger hier aufgehängt haben. Können Sie mal checken, ob die noch alle hängen? Wieso? Sie erinnern sich doch an den Brief. Da hat jemand unten die Adresse ausgeschnitten und auf den Brief draufgeklebt.
Ach, ich glaube, das war einer von hier, der das Ding geschickt hat. Haben Sie eine bessere Erklärung? Herr Ballauf. Ja? Was war denn da eigentlich drin in dem Briefumschlag? Ja, was war da eigentlich drin in dem Briefumschlag? Chibabchichi. Müsste das sein? Entschuldigung. Was sollte das denn heißen? Keine Ahnung. Du bist doch der Bulle, oder? Sie ist noch nicht unter der Erde und du sitzt schon wieder hier und säufst. Was hast du denn, dein Flittchen? Am Imbiss, ja? Der einzige Sohn verunglückt, aber der Rubel muss rollen. Was glaubst du eigentlich, was die Leute sagen? Das ist dir doch scheißegal. Mach mir ein Fuji alles doppelt rum. Tut mir leid, Ellen. Wir werden Hansi vermissen. Besonders der da. War ja nicht sein Sohn, muss man auch nicht trauern. Danke. Hör auf. Bitte hör auf. Bisschen Ruhe. Sie können ja nichts dafür. Aber du kannst was dafür, Gernot. Ich? Was wolltest du denn letzte Nacht noch vom Hansi? Ich hatte nur was zu klären mit ihm. Was zu klären? Ja. Er hätte Mist gebaut. Komm, ich bin hier schnell. Als er nach Haus kam, da hat er am ganzen Leib gezittert. Und im Schlaf, da hat er immer gerufen, nichts sagen. Nichts sagen, was nicht sagen? Ja, und sie hat schwer Scheiße gebaut, glaub mir. Willst du jetzt nicht, dass das alles auffliegt, jetzt wo er... Wie schwer Scheiße gebaut? Was? Der Raubüberfall, wegen dem die Polizisten da sind? Nicht? Nein? Hey, was glaubst du denn? Ja, die ist doch kein Mörder. Morgen das Moped, wenn ich zum Lotto spielen komme. Ich bin gleich wieder hier, ja? Wo ist der Steckbrief da hinten hin? Hä? Ist weg. Na und? Nicht ja und, es war einer von uns!
Zahl dann mal. Zeit. Ich mach den auch gleich zu. Ich krieg noch eins. Hier ist Schluss jetzt. Feierabend. Auf Wiedersehen. Sind aber auch das Letzte. Ich suche einen Freund. Der ist hier durchgekommen und seitdem wie von einem Erdboden verschluckt. Hat was verloren. Ein Kettchen. So wie das hier. Ist er vielleicht hier gewesen? Nein, tut mir leid. Ja, dann... Schönen Abend. Was ist los? Morgen ist vorbei. Ist nie vorbei. Jetzt links rum, links. Weiter. Noch ein Stück. So? Jetzt absetzen. Bombenaussicht hier, du! Bisschen laut. Aber optimale Verkehrsanbindung. Willst du mehr verlangen für 700 kalt? Apropos kalt, wo ist denn das Kölsch? Küche ist aber noch warm. Küche war noch mal? Links, links. Wenn das Franziska ist, soll den Kollegen Bescheid sagen. Wir machen hier Housewarming. Ball auf! Gefunden haben, sind Fingerabdrücke von Thomas Jensch. Das ist dieselbe Waffe, mit der man den Fahrer vom Geldtransporter erschossen hat. Sag mal, wer baut so einen Scheiß? 700 Euro kalt, was willst du mehr verlangen? Wo die Küche ist, weiß ich jetzt, wenn die Kollegen kommen. Ich muss zum Staatsanwalt. Wieso das denn? Ein Durchsuchungsbeschluss für Schaffrat besorgen. Irgendwo liegt dieser Thomas Jensch. Machst du Witze? Das alte oder das neue Dorf? Für den Friedhof. Was soll denn das? Wir wollen unsere Toten holen und ihr macht hier so einen Aufstand. Eure Toten? Ja. Die Ackermanns und die Lenzens. Wartet doch, ey, wartet doch, wartet doch. Und die Rausch. Familie von Alice. Der Herrgott hat mich vergessen. Der Herrgott hat mich vergessen. Herr Ballhoff, hier. Unter dem Stein. Kuss. Was ist es? Sieht aus wie eine Hand. Fehlt der Daumen.
Sag mal, ist das nicht die Familie vom Hansi? Naja, die liegen hier seit 5 Generationen. Sie wohnen da drüben. Wir wollen es noch mal versuchen, mein Mann und ich. Ja, schön für Sie. Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Das ist alles wild. Mein Mann hat gejagt drüben bei Heimbach. Was suchen Sie denn? Das wird sich zeigen. Das können Sie doch nicht alles beschlagnahmen. Das wird ja schlecht, wenn das mal aufgetaut ist. Wir brauchen das doch für den Imbiss. Der Hans macht doch aus Cevapcici. Was hat denn der Kollege? Cevapcici gegessen. Sind das die Hansis Sachen? Sind heute vom Bestatter gekommen. Wo hat er denn seinen Wagen geparkt? Den hier habe ich in seiner Jackentasche gefunden. Der hat kein Auto, da haben Sie. Noch nicht mal einen Führerschein. Der ist doch immer durch den Sehtest gefallen. Mahlzeit. Einmal Cevapcici. Kommt da was bei? Nix dabei. Hier rein. Na, nun machen Sie schon. €3. Jetzt darf ich Sie bitten, mitzukommen. Das ist nie und nimmer wild. Was sollte das sein? Hirsch. Auf keinen Fall. Entschuldigt. Was hat er denn? Er hat das da gegessen. Genau und? Das ist bestes Rindfleisch. 1A Qualität. Lecker. Probier mal. Also, der Daumen passt zur Hand und beides zusammen gehört 2-2 Thomas Jensch. Und das schwächelst du jetzt auch. Übrigens, abgehackt mit sowas hier. Eine Schlacht dabei, im gefrorenen Zustand. Die aufgefundene Manus Dextor hat nicht lange im Grab gelegen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war sie gestern um diese Zeit noch gefroren. Schön vernarrt. Irgendeine Tiefkühltruhe draußen im Schaffrad. So wie das hier. Das allerdings ist eindeutig Reh- und Rotwild. Du hast so eine große Familie, Freddy. Willst du das nicht mitnehmen? Oh Mann! Das ist schade zum Wegwerfen. Schmeiß das weg, das Zeug. Na gut, dann nehme ich es. Ich lade euch da mal zu einer Rehkeule ein. Den Autoschlüssel hier haben wir in der Jackentasche von ihrem Sohn gefunden. Der hat kein Auto. Herr Lenzen, ich will jetzt eine Antwort von Ihnen. Das sieht hier ganz, ganz böse für Sie aus. Feuer? Ja. Okay. Mir hat der Hansi auch schon mal einen Autoschlüssel geklaut. Zum Anheben. Den legte dann in der Disco neben der Bierglas am Tresen und macht einen dicken. Haben Sie Feinde? Ich? Wieso? Machen wir weiter hier. Hier wird nicht geraucht. Sieht schlimm aus. War ein Vater von 3 Kindern.
Blutwaffe haben wir auch bei Hansi gefunden. Und das Kettchen dazu. Und die Hand von dem, dem das alles gehört hat, die liegt bei Ihnen im Familiengrab. Ich hab doch gewusst, dass die Toten heute verlegt werden. Da leg ich mir doch nicht selber so ins Grab. Dann war das wohl der Heilige Geist. Vielleicht sterben Sie. Der ist so dämlich. Dämlich? Herr Lenzen, wir sprechen hier von Ihrem eigenen Sohn. Und der ist tot. Mit der Waffe da, die wir bei Ihrem Sohn Hansi gefunden haben, ist er erschossen worden. Der Hansi war richtig panisch, als wir den wegen dem Kettchen verhören wollten. Der hat irgendwas gewusst, aber nicht mehr sicher. Aber ein Mörder war er nicht, oder? Ich weiß nichts. Frau Lenzen? Was ist denn da passiert? Ihnen hat er doch am meisten vertraut. Keine Ahnung. Ja gut, dann müssen wir davon ausgehen, dass Ihr Sohn Hansi jemanden wegen 1,3 Millionen Euro umgebracht hat. 1,3 Millionen? Thomas Jentsch hatte die Beute nach dem Überfall bei sich. Ich weiß ja nicht, wie Ihr Sohn Hansi das veranstaltet hat, aber irgendwie hat er den Jentsch um die Ecke gebracht. Oder war zumindest daran beteiligt. Was ist da passiert? Sie wissen es doch. Kommst du mal bitte? Was gibt's? Der Schlüssel, den ihr in Hansis Sachen gefunden habt. Die Kollegen haben anhand des Schlüsselcodes das Fahrzeug identifiziert. Dreier BMW, Mietwagen. Und wer hat den angemietet? Thomas Jentsch. Falsch. Sein Kumpel Jan Evers. Wann genau? 17.04. Ein Tag vor dem Überfall auf den Geldtransporter. Der Wagen ist bis heute nicht zurückgegeben worden. Die Autovermietung bucht bis heute die Miete von Evers Kreditkarte ab. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Wir können rauskriegen, wo sich das Fahrzeug befindet. Die haben dann Sender eingebaut. Als Diebstahlschutz. Herr Lenzen, Sie wollten was sagen? Können wir gehen? Oder? Ja. Gehen Sie mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Ne? Von der Presse, glaube ich. Und was hat er von dir gewollt? Ja, der hat mich ausgequetscht, was im Dorf los ist und so. Und was hast du ihm gesagt? Nichts. Hast du irgendwie Stress oder was? Wenn du noch einmal trennst, dann sperre ich dich ein, verlass dich drauf. Wir finden jedes gestohlene Fahrzeug, sogar in der Tiefgarage in Novosibirsk. Vorsicht, Farbe. Weitermachen. Wer von Ihnen ist denn hier eigentlich der Staatsanwalt? Ich. Wendicke? 19. Klar. Ja, kriegt er irgendwas schriftlich? Ich meine, da kann ja jeder kommen. Ich bin doch nicht jeder. Nun machen Sie schon. Schlüssel? Schlüssel. Wieso hat dieser Evers das Auto nicht einfach als gestohlen gemeldet und wäre aus dem Schneider gewesen? Wer soll ihm das denn glauben? Außerdem weiß er bestimmt, dass man das Auto orten kann. Ja, na und? Das Auto ist eine heiße Spur zu den 1,3 Millionen, die sein Kumpel Jens schon diese Schäfer gemobst haben. Die will er vor uns finden. Ja, es funktioniert! Kommen Sie her, ich zeig's Ihnen. Also, Code eingeben, einloggen und Enter. Ist das nicht fantastisch? Das Auto liegt in einem See? Ja, der Sender ist wasserdicht. Was ist mit dem Geld? Was denn für ein Geld? Die 1,3 Millionen. Das war der Grund, stimmt's? Was denn für ein Grund? Dass der Gernot das vertuscht hat. Ich weiß von keinem Geld. Ich muss los, Sie warten schon.
Was ist denn für ein Krach hier? Tatjana oben eingeschlossen. Also los. Was ist? Ich kann das nicht. Was? Den wegbringen und vergraben. Ich meine, der Hansi kommt da doch auch noch drauf. Übermorgen. Ich kann das nicht, Gernot. Was hast denn du denen erzählt? Nix. Der Hansi hatte nur den Warenschlüssel in der Tasche. Was hatte der? Na, den Warenschlüssel von dem. Ich hab gesagt, er hat den wahrscheinlich gefunden irgendwo. Vollidiot. Der verdammte Vollidiot! Bring den endlich weg hier. Gib mir einen Ladenschlüssel. Das Schloss ist auch gebrochen. Plünderer. Abend. Was ist hier denn los? Party? Das ist meine Tochter. Ich sag ihr schnell, dass sie leiser machen soll. Von uns aus nicht. Mit der Musik kenne ich von zu Hause. Kaffee wäre nicht schlecht. Sieht ihn irgendwie ähnlich. Findest du nicht? Ja, ein bisschen. Wo sind denn die anderen? Wer? Gernot und sein Bruder. Sind doch sonst immer hier. Keine Ahnung. Wollen sie nicht eine neue Kneipe aufmachen? Im neuen Dorf? Die Oma oben will das nicht. Die will hier sterben. Was dann? Keine Ahnung. Ich denke, ich gehe weg von hier mit der Kleinen. Vielleicht können wir ja was für sie tun. Falls sie Hilfe brauchen. Ich brauche keine Hilfe. Sie sind für uns da. Ach ja, der Kaffee. Ich hätte da noch eine Frage. Dieser Mann hier. War der schon mal hier? Nee. Dann sagen Sie uns Bescheid, falls er mal hier auftaucht. Das ist meine Karte.
Kein Problem. So. Bitte. Ah ja. Ich möchte dir noch was zeigen, ja? Und was? Den Grand Canyon. Sieht aus, als hätte er einen Unfall gehabt. Aber heftig. Der ist irgendwo gegen. Der Fahrer mit dem Kopf in die Scheibe. Wahrscheinlich nicht angeschnallt. Denkst du auch, was ich denke? Aha. Jensch hatte einen Unfall in Schaffrath. Ohne Zeugen, im alten Dorf. Außer der Bande, die in der Kneipe hockt. Mal langsam. Wer war da alles drin? Hansi? Lensen? Wer noch? Gernot? Ja klar, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und sein Bruder Manfred. Und alles. Und alles. Und die lassen Wagen und Leiche verschwinden, um Kasse zu machen. Den Leichenwagen kannst du wieder nach Hause schicken. Sag mal, sind wir eigentlich blind? Wo kommen eigentlich die ganzen Toten hin? Welche Toten? Ja, die vom Friedhof aus Schaffrath, die Umgebetteten. Nach Neuschaffrath, auf den neuen Friedhof. Schön hier, ne? Aber ich glaube, ich muss jetzt. Sonst kriege ich Stress mit meiner Mutter. Weißt du was? Wir rufen einfach deine Mutter an und sagen, dass du später kommst, okay? Der Holländer hat Tatjana. Er will das Geld. Ackermann. Rausch. Ja, Lensen. Lensen. Ich rufe die Kollegen an. Ist er da drin? Wahrscheinlich. Wir holen gerade die Spurensicherung. Der Hansi wollte wenden im Dorf mit dem Güllewagen. Der ist da reingerast. War gleich tot, sagt der Gernot. Und dass Hansi schuld wäre. Deshalb hätten sie ihn verschwinden lassen und den Wagen. Vom Geld haben sie mir nichts gesagt. Bring ihm jetzt das Geld. Bleib's hier, ich regel das. Ist dein Gewehr im Auto? Hol's, ich komm's. Du holst gar nichts. Er will das Geld und er kriegt es. Wir bringen das Kind nicht unnötig in Gefahr, Gernot. Und er will, dass Alice alleine kommt. Also, komm. Stehen bleiben. Er hat uns verraten. Er hat der Polizei einen Brief geschickt mit dem Daumen drin. Und hier hat er die Hand ins Grab gelegt. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Hansi auch leben. Stimmt das? Sag's ihr! Sag ihr, warum du uns alle verraten hast. Alles nur wegen dir. Weil er weiß, dass du hier abhaust, wenn du das Geld hast. Aber die will sowieso weg, die Alice. Sie wollte schon immer weg, hast du das nicht gewusst? Ihr großer Traum. Sie ist doch nur hier geblieben, weil ich ihr das Kind gemacht habe.
Komm, Alice. Ich bring dich zum Wagen. Alice, sei nicht blöd. Ich regel das. Komm, Celine! Immer schafft man! Immer schafft man! Gernot! Gernot, hör auf mit dem Scheiß! Mensch, das ist deine Tochter! Verdammt nochmal! Gernot! Futsch. Alle futsch. Zeit für mich. Morgen. Guten Morgen. Herr Lenzen? Hallo? Ich glaube vom Tagebau. Seid ihr verrückt? Hört auf damit oder ich mach die Kleine hier kalt! Stell hier hinter die Tür! Hör mit dem Scheiß auf, Gernot! Geh ja schnell! Schenk, zwei Krankenwagen, die Spurensicherung. Tagebau Schaffrat. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Warum haben die den Jensch nicht einfach hier irgendwo verbuddelt? Guck dir das doch mal an. Hier bleibt doch nichts in der Erde. Sag mal, willst du vielleicht mein neues Sofa haben? Wieso? Du hast doch sonst nichts. Ich brauche auch nichts. Geh wieder zurück ins Hotel. Schön, wenn man weiß, wo man hingehört, ne? Du sagst es.